Regen kommen die ganzen Schnecken natürlich auch aus ihren Löchern, um sich an unserem guten Gemüse zu laben. Ja, ich bin Ellen und wir sind hier in der Annalinde im Gemeinschaftsgarten im Stadtteil Lindenau im Leipziger Westen. Wir sind eine Gemeinschaft von 20 Personen und wir versuchen hier Gemüse anzubauen nach ökologischem Standard. Wir könnten ja auch jeder einen Schrebergarten uns halten und man hat so seine eigene Parzelle, aber das ist nicht unser Anliegen. Wir wollen zusammen was hier kultivieren und ja, die Tomaten teilen wir dann auf und teilen aber auch die Verantwortung. Ne? Man muss dann auch nicht die ganze Zeit hier vor Ort sein, sondern kann auch mal sagen, ich bin 2 Wochen im Urlaub und kann jemand meinen Gießdienst übernehmen. Wow, tolle Ernte. Wir teilen natürlich auch die ganzen Beete. Also es ist nicht so, dass jeder sein eigenes Beet hat, sondern der Garten gehört allen. Und wenn jetzt Erntezeit ist und die Tomaten gerade reif sind, dann heißt es nicht, dass nur bestimmte Leute Tomaten ernten, sondern man nimmt sich so viel, wie man braucht. Am liebsten verkochen wir es gemeinsam hier unter freiem Himmel in der Sommerküche. Wir wollen jetzt ein Basilikumpesto herstellen. Wir haben ja vorhin ziemlich viel Basilikum geerntet und dazu braucht man eigentlich nur Sonnenblumenkerne, Öl und etwas Knoblauch und ja, keep it simple. Fast alle, die hier sind, machen das ehrenamtlich und in ihrer Freizeit und es ist ein Ort, wo sich Leute unabhängig von sozialer Stellung, von Einkommen treffen können, austauschen können, auf der gleichen Ebene mitwirken können. Und diese Orte werden, glaube ich, oder nach meinem Gefühl, sind die gar nicht so viel da in der Stadt. Hier kann man einfach auch was geben und nimmt aber auch was mit. Ich denke, das ist schon entscheidend. Hier wachsen nicht nur Pflanzen und hier wächst nicht nur Gemüse, sondern hier wachsen auch Freundschaften und Kontakte.